So, da sind wir da angekommen. Da sind wir da angekommen. Und Daheim erst endlich. einmal Maren, vielen lieben Dank für den tollen Beitrag. Ich habe ihn laufen lassen. Wir haben ihn ja mit an mehreren Rechnern, wurde der hier verfolgt, bei uns zum Beispiel auch im Haus. Super Sache und danke auch nochmal für die Verlängerung, das ein oder andere da gezeigt zu haben. Hervorragend. Ja, Sean, dann sind wir da, wo wir am Freitag eigentlich gefühlt vor 5 Minuten angefangen haben, aber körperlich länger Körperlich als 5 Minuten. waren es vielleicht 10. Ja. Ja. Das ist schon unglaublich tatsächlich. Wir haben jetzt seit 15 Uhr von Freitag an gestreamt tatsächlich bis jetzt. Natürlich immer mit Pause, aber ansonsten um 10 Uhr ging es los in der Regel und dann meistens bis gut abends rein. Und von daher bedanken wir uns erstmal ganz, ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr mit dabei wart, dass immer noch so viele mit dabei sind. War für mich, muss ich sagen, eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung wieder. Ja, wir haben natürlich wie immer ein bisschen was anders gemacht, bisschen durchgewürfelt, geschaut, was kann man verbessern und so weiter. Und meiner Ansicht nach ist das tatsächlich ziemlich, ziemlich gut gelungen. Natürlich hier und da hat es natürlich mal ein paar Probleme gegeben. Das, was mich am meisten ärgert, ist YouTube, dass die da manchmal den Ton irgendwie ganz komplett verzerrt wiedergegeben haben. Bei uns, Gott sei Dank, auf der eigenen Streaming-Plattform lief alles wie Butter dieses Mal. Da auch nochmal einen ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an die Technik. Und ich würde einfach mal sagen, ich gehe mal alle durch von bis, also bevor wir zu unserem Team kommen. Erstmal nochmal einen ganz, ganz, ganz lieben Dank an unsere Sponsoren. Ohne euch wäre das nicht möglich. Schaut gerne auf die Jobwand nochmal vorbei, wenn ihr möchtet. Schaut euch die Jobs einfach mal an. Ja, würde uns und vielleicht auch die Unternehmen freuen, weil die meisten unterstützen die Tux-Tage, um so auch den ein oder anderen vielleicht dann nochmal langfristig zu finden, der vielleicht anfangen möchte. Ne? Weil Fachkräftemangel gibt es nicht nur so in den Medien, sondern auch so ein bisschen in der Linux-Welt. Gute Leute werden immer gesucht. Ja, da hatten wir einmal B1 Systems GmbH ganz, ganz groß dabei. Univention, ganz vielen, vielen Dank. Vom Duel, vielen Dank. Velocitux und Plusline auch. Herzlichen Dank, dass ihr uns unterstützt habt und das eigentlich erst so möglich gemacht habt, was wir jetzt hier gerade sehen. Und genau, dann ein ganz, ganz herzliches Dank erstmal auch an alle Leute, die uns geteilt haben, uns geliked haben, hier mitgeschrieben haben, in irgendeiner Form mitgewirkt haben. An die Vortragenden war wieder eine grandiose Veranstaltung. Am Anfang habe ich wie immer die Angst gehabt, so, ui, meine Güte, das wird ja gar nichts. Wir haben ja viel zu wenig Vorträge und am Ende konnten wir uns auch nicht mehr retten. Also das ist wirklich schön immer tatsächlich zu sehen. Aber ich kriege immer jedes Jahr die Panik, von daher. Ist das irgendwie schon so bedingt? Generell muss ich sagen, waren sehr, sehr tolle Perlen auch wieder mit dabei an den Vorträgen. Die Aufzeichnungen werden heute Abend dann auch nochmal viele jedenfalls veröffentlicht. Vielleicht schaffen wir auch schon alle hochzuladen und fertig zu machen. Das Ganze wird es auf YouTube geben oder auch auf unserer Webseite. Dann im Archiv oder im Programm findet ihr das dann auch direkt. Und ja, einfach grandios, wie das in diesen Tagen gelaufen ist. Auch an alle, die ich eingeladen habe über die Podiumsdiskussion, an den Micha, der auch immer mal wieder vor der Kamera war, an den Hauke, ne, an den Stefan für das Gaming-Event, was ihr da dann moderiert habt. Und auch tatsächlich an den André, der hat das Gaming-Event vom Hintergrund mit organisiert. War auch eine sehr, sehr coole Sache, was wir da gemeinsam gemacht haben. Und dann gab es tatsächlich auch noch das 3D-Gelände, was wir richtig, ja, groß auch dieses Jahr wieder mit reingebracht haben und viel dort gebaut haben. Und da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei der Shani, die uns da immer so ein bisschen, ich sag mal, getrieben hat und gesagt hat, so, hey, komm, wir müssen mal wieder was machen. Und das hat sie meiner Ansicht nach super gemacht. Und ich denke, das 3D-Gelände kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß da drin. Auch nochmal ganz herzlichen Dank an den Ulrich, der da mitgebaut hat, an den Lorenz, der sonst diese Tux-Tage gar nicht dabei war, weil er nämlich ganz im Ausland ist und trotzdem auch von einer anderen Seite der Erdkugel mitgemacht hat. Und da auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Und genau, ja, das wäre soweit zum 3D-Team. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Nein, habe ich nicht. Und dann geht es weiter zur Technik.
Da hat der Micha natürlich das alles gemacht. Den habt ihr auch eben noch mal im Quiz gesehen. Der schaut, dass die Technik läuft. Der hat sich drum gekümmert, dass die Server laufen. Auch schon früh im Jahr alles vorbereitet, dass hier dann alles steht und genauso souverän läuft, wie es dann die Tage durchgelaufen ist. Das Streaming machen wir selber. Hier das 3D-Gelände und viele, viele weitere Sachen im Hintergrund, die ihr vielleicht gar nicht so mitbekommt. Und das lief auch alles wie Butter. Unser Chat-System und so weiter. Da auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Dann auch nochmal ein Dankeschön an die Betreuer. Ja, die haben die Vortragende immer ein- und ausgewiesen, sag ich mal, das Technische geklärt, waren immer da bei Fragen und haben das hier absolut grandios hochgehalten dieses Jahr. Ja, ihr musstet euch heute dieses Jahr ein bisschen umstellen. Wir haben an der Technik, wie gesagt, viel verändert und das hat die Betreuer besonders getroffen, in Anführungszeichen. Aber ich finde, ihr habt das super gemeistert und ich bedanke mich da auch ganz, ganz herzlich einmal beim Thorsten, bei der Barbara, beim Philipp und vor allen Dingen auch beim Ulrich. Das habt ihr meiner Ansicht nach alles ja, souverän gelöst, wie immer, würde ich sagen. Dann tatsächlich auch nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an die Regie. Ja, die, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir zusammen gestreamt haben. Insgesamt, das wird schon nochmal eine einige Zeit gewesen sein. Und das ist einmal der Hannes und die Jani. Ihr habt das extrem weit hochgehalten. Und meiner Ansicht nach die besten Übergänge gemacht, die wir je hatten. Und genauso soll es tatsächlich sein. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch den Merch unterdessen, ja, ich sag mal, anbieten dürfen. Und da bedanke ich mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei der Jani. Die hat da auch echt viel Position so ein bisschen übernommen und mich auch um einiges entlastet und tatsächlich eigentlich den kompletten Merch-Shop organisiert. Das ist auch sehr, sehr schön. Damit ihr hier so super coole Mauspads kaufen könnt. Ne? Bis heute Nacht ist er noch online. Von daher schaut da gerne nochmal rein, wenn ihr euch eindecken wollt oder Tassen oder Hoodies. Aber ja, wenn nicht, ist auch okay. Aber ich sag euch, ihr werdet es vermissen. Ja, dann auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an den Lars, der mich hier super tatkräftig unterstützt hat, hier die Moderation rausgehauen hat, als ob es keinen Morgen gäbe. Und egal, wie stressig die Situation war, wir haben teilweise nur eine Sekunde Switche gehabt zwischen dem einen oder anderen Track. Und das, würde ich sagen, hast du auch einfach wirklich grandios mitgemeistert. Von daher auch ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Ja, immer gerne. Damit wäre ich fast durch. Ja, und ich denke mal, wenn ich jetzt all stellvertretend für alle sprechen darf, obwohl mich hier keiner beauftragt hat, geht natürlich auch das ganz große Dank an dich, dass du uns immer hier alle so natürlich auch mitreißt. Auch ohne dich wäre das Ganze hier natürlich auch die Tux-Tage so nicht möglich. Der Sean organisiert uns hier über das gesamte Jahr. Kümmert sich um alles, hat immer ein liebes Wort für alle. Natürlich ist das auch nicht immer alles so leicht, weil wir das ja alles in unserer Freizeit machen und ja. Nicht irgendwie da auch in irgendeiner Art und Weise dafür freigestellt werden oder sonstige Sachen, der eine im Studium, der andere im Job, der andere was auch immer nicht was. Und wir sitzen ja teilweise dann sonntagabends, hier einen Kopf darum zu machen, wie das ganze Jahr ablaufen kann und darf. Und wir hängen uns da rein und der Sean hängt sich da rein, das Ganze so ablaufen zu lassen. Und deswegen denke ich mal stellvertretend für alle, auch dir, Sean, einen herzlichen Dank dafür, dass du uns ja alle Jahre wieder dazu einlädst, entweder in deinem Team beteiligt zu sein oder die Zuschauer, die dann den tollen Inhalten hier auch folgen können. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich. Ich muss sagen, die Energie, die ich hier immer rausziehe, ist einfach so ein Zusammenkommen von Menschen zu sehen. Ich habe es wieder mitbekommen in diesem Wochenende. Es haben sich neue Leute gefunden, Kontakte ausgetauscht und werden vielleicht auch, ich sag mal, gemeinsam mitarbeiten oder gemeinsam zusammenarbeiten, eine schöne Zeit haben oder einfach nur, ich sag mal, schlauer jetzt sein. Ich denke, das sind die allermeisten von uns geworden. Und tatsächlich habe ich fast
fast alle Kontakte, die ich so getroffen habe, entweder so in der Linux-Welt, die ich persönlich kann, entweder durch die Tux-Tage getroffen oder durch andere Linux-Veranstaltungen, war man einfach mal irgendwie gemeinsam beim Buffet stand oder irgendwie beim Bier holen oder irgendwo bei den alltäglichsten Situationen. Und das ist meiner Ansicht nach das, was es ausmacht. Deswegen, ja, ich muss sagen, mache ich das Ganze hier eigentlich, um einfach nochmal so eine Plattform zu schaffen, um uns gemeinsam zu vernetzen. Das ist ja auch am Ende wieder unser Motto, Menschen und Wissen vernetzen. Und meiner Ansicht nach ist es ein ganz, ganz, ganz großer Multiplikator, damit wir hier alle vorankommen, aber natürlich auch einfach eine super schöne Zeit haben. Denn das soll es auf jeden Fall. Ich denke, allen Spaß gemacht. Soweit habe ich bis jetzt noch nichts Negatives gehört. Und von daher bedanke ich mich ganz herzlich bei jedem, der in irgendeiner Form mitgewirkt hat, bei jedem Kommentarschreiber, bei jedem aus dem Team und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Ihr habt ihn euch verdient, den Feierabend. Genau, sehen wir uns, wenn alles klappt, nächstes Jahr wieder. Das Datum geben wir dann nochmal bekannt. Und ansonsten vergesst natürlich auch nicht, auf andere Linux-Veranstaltungen zu gehen. Wir sind die einzige richtige Online-Veranstaltung, die es so gibt. Es gibt viele Offline-Veranstaltungen, Chemnitzer Linux-Tage, KeyLux, FrostCon beispielsweise, Grazer Linux-Tage, Augsburger Linux-Tage. Dort findet man auch sehr, sehr tolle Gespräche und Vorträge. Ist nochmal was ganz anderes, muss man sagen, aber auch meiner Ansicht nach sehr empfehlenswert. Ich bedanke mich überall und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Und Lars, mach's gut. Bis zum nächsten Jahr. Schon, danke. Bis dahin, allen tschüss.